dann laufen wir hier vorbei, nochmal gucken, ob das Whiskyfass vielleicht gemeint war. Und dann müssen wir hoch, hoch, darüber und dann da und dann Bams. Von dem Portal werde ich mich dann drüber biegen. Das ist der Plan. Yay, und ich werde euch den ganzen Weg zeigen. Weil, ja, just cause I can. Und ja, einige haben auch gesagt, ich soll nicht so oft schneiden. Dann tue ich das einfach auch nicht. Bam! So mache ich das. Uhahaha! Aber ich werde jetzt wahrscheinlich nicht hier alles bekämpfen. Ja, ich weiß nicht, ob ich bekämpfen sollte. Ja, ich werde wahrscheinlich so gut wie jeden Gegner noch auf dem Weg bekämpfen. Brauche ich noch ein bisschen Erfahrung, bevor ich hier den Endboss und so bekämpfen muss. Da ist es vielleicht nicht blöd, noch ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Aber hier so, wenn keine Gegner kommen, dann reite ich einfach. Damit ich schneller bin. Ganz einfach. Oder ist schon ein Gegner. Plan wieder zerstört. So, ich will meine Aue haben. Danke. Bleibst du wohl hier? So, Bams. Oh Gott, keine Magier. Ich hasse Magier. Ich bin nur selbst einer. Höllenfische hasse ich auch. Ich hasse alles, was es hier so in dem, was sich hier so in dem Sumpf rumtreibt. Sumpfkreaturen sind scheiße. Ganz einfach. Bam. Ach Gottchen. Das wird jetzt wieder ein schöner Weg werden. Und ich kann euch am Weg unterhalten. Wunderbar, nicht? Ja, hier gibt es wieder Gegnergespamme bis zum geht nicht mehr. Ja, musste mich bestimmt stun, du Penner. So, Bams. 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 Kaputt. Oh, wow, what the? Ah, ich dachte, der hätte einen Unikick-Gegenstand fallen lassen. Tja, falsch gedacht. So, jetzt gucke ich noch an dem Auftrag vorbei, der an manche werden sich vielleicht erinnern, die mich regelmäßig gucken. Das Buch ist immer noch blau, weil der irgendwie mir nur ganz viele Whiskyfässer abgekauft hat, aber irgendwie nie gesagt hat, so, das war's. Also ich konnte es nicht abschließen. Ich denke, vielleicht war dieses Whiskyfass, was da gelegen ist, gemeint, das ich jetzt zufällig gefunden habe. Und wenn das so ist, dann kann ich die Quest auch noch abschließen. Das wäre schön. Und wenn ich es nicht kann, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber vorbeigucken werde ich immer. Vielleicht kann ich sie ja jetzt entglitschen. Bam! Yay, ich habe sie entglitschen können. Jetzt ist auch diese Quest erledigt. So ein Glück. Hätte mich schon ein bisschen gewurmt, wenn ich eine offen gebliebene Quest gehabt hätte. Aber so habe ich das abgewehrt. Yay! Nihahaha! Bams! Und Bams. Jetzt haben wir nur eine Quest fällt mir jetzt ein, die wir verkackt haben, wo das Buch rot geworden ist, weil uns eine Person, die nicht hätte sterben sollen, gestorben ist. Aber sonst haben wir, glaube ich, alle Quests mit grün abgeschlossen. Ja, auch egal. Dazu kommen wir, glaube ich, später noch. Jetzt kämpfe ich mich hier hoch. Bam. Ja, falls jetzt Leute dabei sein sollten, die meinen, hättest du das doch rausgeschnitten, sage ich einfach, gut, dann spult vor. Für die Leute, die es sehen wollen, lasse ich es drin. Und hier gibt es noch eine Riesenspinne. Wunderbar. Erfahrung FTW. Komm du her. Bam. Und tot. Oh, und da ist gleich noch so eine Riesenspinne. Me likes. Und noch eine. Treten die immer in Dreiergruppen auf? Kann das irgendwie sein? Soll mir recht sein, Erfahrung FTW. Kapam. Oh Gott, jetzt geht meine Aue aus. Das ist so typisch. Bam. 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 Tot. Oh Gott, das bringt rund 60.000 Erfahrungen, wenn ich drei von diesen Dingern umbelege. Und brauchen tue ich insgesamt nur unter Anführungszeichen 714.000. Da sind 60.000 Erfahrungen schon relativ viel davon, wenn ich das auf einmal so BÄM bekomme. Nur weil ich drei Spinnen gerade umgelegt habe. Und da ist auch schon die vierte. Irgendwie habe ich Spinnenglück in diesem Let's Play, das gefällt mir. Ah, jetzt verpisst euch hier, kleinen Penner, ich muss hier die große Spinne töten.
Bevor mich der wieder stand, lege ich ihn jetzt um. Seht da, wenn ich das alles rausgeschnitten hätte, hättet ihr gar nicht gesehen, wie ich hier awesome spinnen, hier awesome am Spielen killen bin. Ja, hättet ihr was verpasst. Das wollen wir ja auch nicht. So, bam, bam. Oh Gott, nicht so weit. Verdammt, ich bin vom Weg abgekommen. Wir müssen mehr hier lang. Hey yo. Bin hier rein in die Sackgasse. Naja, was will man machen? Ich bin eh lang am Rennen, von daher sind die paar Minuten jetzt auch nicht so schlimm. Gifttrolle, wie ich sie hasse. Aber immerhin sterben sie jetzt mit einem Feuerball. Ich hatte Zeiten, wo die Penner ja zwei Feuerbälle überlebt haben. Zum Glück tun sie das jetzt nicht mehr. Ich mache 5,6k Schaden. Wunderbar. Dum, 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 da-da-dum. Da-da-dum, dum. Ich singe, oh yeah. Denn Singen ist awesome. Da prügelt sich wieder eine kleine Spinne mit einem Höllenfisch oder Höhlenfisch, je nachdem. Bam. Ach Gott, ich hasse es. Ich kann Spinnen nicht mehr sehen. Ist alles voller. Voll von diesen Pennerviechern. Naja. Was will man machen? Außer sie alle verbrennen. Bam. 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 Und nochmal bam. Das ist mal schönes Commentary, ne? Bam, bam, bam. So, hier kürzen wir wieder ab und laufen hier lang und beamen uns über den Fluss. Wie gesagt, ich laufe jetzt nur bis zu diesem Portal und beam mich dann nach Burg Hohenmut. Damit ich nicht den ganzen Weg laufen muss. Kapam. Kapam. Nix da. Hier lang. Beam, 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 beam. Und Weg gespart. Und Aue aus. Nicht schön. Was? 1,4? Okay, durch den Wechsel der Bandschienen anscheinend habe ich wieder ein bisschen was an Reckzeit eingebüßt. Keine Ahnung warum, aber gut. Kann ja mal passieren. Solange es nur 0,1 Sekunden sind, ist mir das noch egal, muss ich sagen. So, wo ist das Portal? Oh, das dauert noch. Ich dachte, wir wären schon da. So kann man sich irren. 304 Erfahrung. Wow. Ist ja fast schon ein bisschen was. Gibt's noch dunkle Elfen? Bam. Dank des Mentors, das nehme ich mit. So, jetzt sind wir in welcher Stadt? In Torfingen sind wir angelangt. Hier haben wir auch einige Quests erledigt damals. By the way, gehe ich gleich zu dem Markt, wenn wir schon hier sind. Haben wir wieder einiges an Schrott hier auch gesammelt. Was? Regenerationszauber? Guckst du mal hier, dann behalte ich mir das sogar. Nee, nicht. Nee. Das, den hier will ich bekommen. So. Hast du sonst was Schönes für mich? Nein. Das kannst du haben. So, gibt es hier einen Kombomeister in Torfingen? Anscheinend nicht. Schade, ich hätte mir wieder eine Rune ertauschen können. So, wir wollen jetzt hier hoch zu dem Portal. Habe ich, glaube ich, auch schon oft genug gesagt. Ich hole mal einen Schildwall rein. Portälchen, Portälchen, ich komme. Yay! Kommen wir zum Portälchen. Bam. Oh Gott, Dunkelelfen. Dunkelelfen. So. Jetzt ist es nicht mehr weit, da ist es schon. Wir laufen zum Portal. Oh yeah. Bam. Kapam. Hier ist wieder alles voller Gifttrolle. Oh, schade, fast hätte ich den Giftroll gleich Olé getroffen. So, und jetzt beamen wir uns.
nach Bokomut. Bam, hier gibt's einen Kombo-Meister. Das nutzen wir natürlich gleich. So, aber des Geistes. So, wo ist das weiße Buch? Da vorne, vor der Stadt. Da wollen wir hin. Pferdchen. So, und damit wir noch schneller sind.